Schokolade. Warte mal. Hier. Ich hasse Schiffe. Joe, schau dir das an! Kaviar? Steht da. Bist du sicher? Ja, steht da. Voller Fisch ist das! Aber eine prima Dose. Was denkst du, ist die wert? Ich wette mindestens 5 Cent. Auf dieses Schiff gehen wir nie wieder. Gibt sowieso nichts zu holen. Das ist ja eine Warze. Das ist Dreck. Nee, das ist eine Warze. Damit kenne ich mich besser aus, Tom. Ich weiß auch, wie man die wieder wegkriegt. Ich muss weg. Wohin? Geschäftehack. Wir brauchen nur eine tote Katze. Heute Nacht. Wo warst du? Ich war baden. Habt ihr die Bibelzettel? Ja, hier.
Wo sind deine, Ben? Hier. Das sind nur zwei. Der Preis ist drei rote. Ich hab keine drei. Ich leg noch einen Zahn drauf. Habe ich hier selbst gezogen. In Ordnung. Dafür will ich aber eine richtige Show. Kannst dich drauf verlassen. Los. Siehst du das nicht? Du bist im Totenreich! Ich bin tot? Siehst du das nicht? Ich konnte doch nur ein kleines Nickerchen machen. Wenn du Vergebung willst, dann kostet dich das einen Quarter. Ich hab noch kein Geld. Willst du in der Hölle braten? Warte. Ich hab noch einen Nickel. Zeig her! Gut. Lass ihn liegen. Und nun rette deine Seele! Finn. Ich bin kein Mister. Was gibt's, Marv? Ich bin tot. Was bist du? Mausetot. Riechst du das nicht? Wie kannst du denn mit mir reden? Dann bist du auch tot, Mr. Finn. Ich bin nicht tot. Du kannst bestimmt nicht. Ich bin's. Huck. Das ist gut. Gib's mir was ab. Seit wann haben Tote Hunger? Alles tun, was ich hier befehle. Oh.
Oh, Fleisch! Tom! Doch, Amy! Wolltest du mir nicht etwas zeigen? Was denn? Was ganz Tolles hast du gesagt. Habe ich das gesagt? Amy! Ich würde es gerne sehen, auch wenn es nicht so toll ist. Die liebt dich. Wir werden heiraten. Was solltest du ihr zeigen? Kennst du nicht. Komm, jetzt sag schon. Für 3 blaue Zettel zeige ich es dir. Einiger Dreiwurf! Ein neues Glück! Versuchen Sie Ihr Glück, Herrschaften! Danke. 1, 2. Guck dir mal den Versager an. 3. Sehr gut, mein Freund. Einigel. Einigel, 3 Wurfe, neues Glück. Einigel. Das ist der Ausweg. Geh weiter. Warum? Das ist nur für Weise. Mein Geld ist weiß. Ja, aber deine Haut ist rot. Nimm dein Geld und verschwinde. Wenn die nicht hübsch ist. Wer ist das? Die Tochter von dem Richter Thatcher ist das. Aus Konstantinopel sind sie hergekommen. Ihr Name ist Becky. Becky. Vergiss sie. Sie ist viel zu fein für uns. Für dich vielleicht. On the clay road, up and down, the wheel is spinning round and round. My heart is bound to the country. Oh, girl, don't you cry, blue eyes in the sky. I'm coming home before I die. I'm coming home before I die. Der Bengel schon wieder. Was machst du im Baum? Das ist der Pudding für heute Abend. Wo hast du den her? Von Tom. Tom gibt dir seine Nachspeise? Wenn ich den Zaun streiche. Solltest du nicht den Zaun streichen? Ich wollte, aber Sid wollte ihn unbedingt streichen. Schäm dich! Du lässt die anderen für dich arbeiten und erzählst überall herum, dass du es selber machst. Siehst du, eine Lüge kommt immer zurück. Und warum immer zu mir? Komm rein. Himmlischer Vater, wir danken dir für unser täglich Brot. Öffne unsere Herzen und gewöhne meinem Tom endlich das Schwindeln ab. Und meinem Sid das Naschen. Denn von alleine lernen sie es nicht. Amen. Du frisst wie ein Schwein. Weißt du nicht, dass übermäßiges Essen das Herz beschwert? Das sagst du? Nein, Lukas, Kapitel 21, Vers 34. Schön gesagt, Sid. Ich habe schon 1 gelben und 3 rote Bibelzettel für den Bibelwettbewerb bekommen. Wie viel hast du? Ich wette, du hast keinen einzigen Bibelspruch gelernt. Hast du? Doch. Willst du hören? Sag. Du kannst mich mal, wo es stinkt. Vers 1. Schluss jetzt! Betschwester Sid hat angefangen. Ich hab dich mit Huck Finn gesehen.
Wo? Unten, am Fluss. Hast du dich schon wieder mit ihm rumgetrieben? Nein. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Der Kerl ist nicht gut für dich. Aber er ist ein feiner Kerl. Deswegen wohnt er auch unten, am Fluss, in der Tonne und frisst Ratten. Aufhören! Aufhören! Friedwester! Friedwester sehen! Aufhören jetzt! Hier! Na, warte! Sit! Schluss jetzt! Gib ihm was, Chuck. Auf meine Rechnung. Was ist nur falsch an meinem Geld, Doc? Keiner will es. Kannst du mir nicht eine weiße Haut machen, was, Doc? Wenn du Arbeit brauchst. Ich hätte da was für dich. Was für Arbeit? Du weißt ja, dass Horst Williams tot ist. Tot und begraben. Ich weiß nicht, Doc. Na, davon redet ja auch keiner. Ich muss unbedingt rauskriegen, woran er gestorben ist. Und deshalb... Autopsie nennt man das. Hm? Graben für mich aus. Eine Leiche ausbuddeln. Das ist eine schmutzige Sache. Für einen schmutzigen Indianer wie mich, was? Lass mich das einen ganzen Dollar kosten. Einen Dollar. Also, morgen um Mitternacht auf dem Friedhof. Willst du den Dollar verdienen? Ich muss nicht mehr arbeiten, Joe. Ich bin nämlich schon tot. Siehst du das nicht? Du bist im Totenreich. Hat er gesagt. In den Kreisen der Hölle straft Luzifer die Sündenbeladenen ohne Gnade. Die Schlemmer, das sind Vielfraße, so wie du es, Sid. Die müssen schmutziges Wasser saufen und ewig hungern. Die Faulpelze wälzen Mühlsteine, glühende Ketten an den Hälsen. Die Lügner durchbohrt Luzifer mit rostigen Spießen, genau hier. Das schmerzt, nicht wahr? Hör ich nimmer auf. Entschuldigung, Referenz. Kinder. Ich möchte euch unsere neue Mitbürgerin von St. Petersburg vorstellen. Becky Thatcher. Sag guten Tag, Becky. Guten Tag. Und das ist ihr Vater, Richter Thatcher. Guten Tag. Ich möchte dich stören. Nein, im Gegenteil. Setzt euch. Wir lernen alle für den Bibelpreis. Für jeden gelernten Bibelvers bekommt man einen blauen Zettel. Für 10 blaue Zettel bekommt man einen roten Zettel und für 10 rote bekommt man einen gelben Zettel. Und für 10 gelbe Zettel bekommt man ein herrliches Geschenk. 1000 Verse. Das ist allerhand, möchte ich sagen. Wer von euch hat denn schon einen gelben Zettel? Einen gelben und 3 rote, Sir. Ich will kein schmutziges Wasser trinken. Shit. So, kein Grund zu weinen. Sid. So. Ich hab 10 gelbe, Sir. Wie bitte? 10 gelbe, Sir. Wie ist dein Name, Junge? Tom. Thomas Sawyer, Sir. 10.
Gelbe Zettel, in der Tat, es ist bemerkenswert. Komm mal nach vorne. Zeig uns mal deine 10 gelben Zettel. Alle Achtung, junger Mann. 1000 Verse. Krieg ich jetzt das herrliche Geschenk? Die Bibel. Das Buch der Bücher. Geschrieben von Gottes Hand. Im Wert von 40 Penny. Für dich, Thomas. Gratuliere. Danke, Sir. Thomas, möchtest du uns nicht ein paar Dinge erzählen, die du gelernt hast? Ohne Zweifel kennst du die Namen der 12 Apostel, nicht wahr? 12? Die Jünger Jesu, seine Gefährten, antwortete dem Richter. Brauchst keine Angst zu haben. Die Namen der ersten 2 Jünger waren David und Soundstreichen. Um Niggerarbeit. Hast du eine Ahnung? Ich schätze unter 1000. Vielleicht sogar unter 2000 Jungen gibt es keinen, der es richtig machen kann. Hast du sowas schon gesehen? Das kann doch jeder. Glaubst du? Warte. Sid! Sid! Was? Kannst du mal den Sound streichen? Nee. Bist du? Der kann's auch nicht. Und Sid ist schlauer als du. Aber komm, mach dir nichts draus, altes Haus. Jeder kann nur, was er eben kann. Ich kann das auch. Ich zeig's dir. Kannst du nicht. Und wie ich das kann? Beweis es dir. Ich würde dich ja lassen, aber Tante Polly nimmt das sehr genau mit dem Zaun. Tom, ich würde dich auch lassen, wenn das mein Zaun wäre. Aber es ist eben nicht dein Zaun. Du kriegst meinen Apfel. Du erzählst es keinem. Ehrenwort. Du bist ein feiner Kerl, Tom. Weiß ich doch. Was macht ihr hier? Kann ich auch mal streichen? Wenn du mir ein Schwert gibst? Kannst du haben. Hier. Polly wird sich das genau anschauen. Tom, ich muss uns auch mal einlassen. Was gibt ihr mir dafür? Mit deinem Kreisel. Reicht das? Na gut, ausnahmsweise. Und schön ordentlich. Ich will auch was machen. Meine Bitte? Das will mir doch gar nicht.
Hey, Haki! Wenn der Teufel kommt, um die Seelen von den frisch Begrabenen zu holen, genau dann schmeißt du Satan die Katze hinterher und rufst Teufel zur Leiche, Katze zum Teufel, Warze zur Katze. Und du bist sie los. Das haut die dickste Warze um. Toten hören doch nichts, oder? Die hören alles. Hier liegt der alte Horst Williams. Hat sich totgesoffen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Müssen wir wirklich auf den Teufel warten, nur wegen so einer lausigen Warze? Willst du das Ding jetzt loswerden? Vielleicht ein andermal. In Ordnung. Der Teufel kommt. Hey, kommt raus, Jungs. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich bin auch tot. Komm raus, Horst. Altes Haus. Ich bin Waff. Waff, Futter. Redet mit Toten. Das kommt vom Saufen. Dann buddeln wir dich eben aus. Mach hin, wir haben keine Zeit. Das war's doch. Ja. Und mir nimmt keiner Geld, Doc. Was weißt du noch? Was bist du da? Ich lass ihn schon weg, du musst doch bezahlen. Ja. Weißt du noch, wie du mich damals aus dem Haus gejagt hast? Schon ein bisschen her. Ich wollte nur ein kleines Stück Apfel aus eurer Küche. Ich hatte Hunger. Weißt du, was das ist, Hunger? Lass ihn schon. Halt's Maul. Hey! Dein Vater hat mich dafür auspeitschen lassen. Wie ein Nigger. Und du hast zugesehen. Weißt du noch? Du hast schon damals nichts getaugt. Halbblut. Halbblut? Hey. Ah. Ja, ein Halbblut bist du. Nicht rot, nicht weiß, nicht gut. Hey. Ja! Ja. Was willst du denn von mir? Oh.
sind wir quitt, auf verfluchter Hund. Heilige Mutter Gottes, was ist denn passiert? Das ist eine üble Sache, Marv. Eine üble Sache. Der Doc ist tot? Wie der tot ist. Oh, ich hab doch nichts gemacht, oder? Joe, ich hab doch nichts gemacht. Was soll ich dir sagen? Der Doc hat dir eine mit dem Kreuz übergezogen, du bist vornüber, hast das Messer genommen und in den Doktor geschoben. Bei meiner Seele, das wollte ich nicht! Ist passiert, Marv. Ist einfach so passiert. Aber du wirst mich nicht verraten, Joe, nein? Natürlich nicht. Marv, ich bin dein Freund. Vergiss ich dir nie, Joe. Ist gut, aber verschwinde erst. Vergiss ich dir nie. Lass gut sein, aber jetzt zisch ab. Ja. Komm. Danke, Joe. Verschwinde. Danke, danke Joe. Danke. Uns gesehen. Dann wären wir jetzt tot. Wir gehen zum Sheriff und sagen ihm alles. Ich habe nichts gesehen. Nichts. Indiana Joe hat den Doc umgebracht. Dafür wird er hängen, Huck. Wir schaufeln unser Grab, wenn wir das tun. Wieso? Weil Indiana Joe dann weiß, wer ihn verpfiffen hat. Na, wie denn? Er ist Indianer. Die sehen mehr wie wir. Er kann alles sehen. Er kann auch die Toten befragen. Er sieht einfach alles und er vergisst nichts. Du hast doch gesehen, was er mit Doc Robinson gemacht hat. War ein Waschbär. Tom. Schwör mir, dass du dicht hältst. Ich schwöre. Schwören. Das reicht nur bei kleinen Sachen. Doch das hier, das ist eine große Sache. Und das muss geschrieben werden. Und besiegelt mit Blut. Hier, schreib's auf. Du bist ganz schön gescheit, Tom. Jetzt das Blut. Wir schwören, dass wir nie keinem nichts davon erzählen.
oder wir fallen tot um und verfaulen.